tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In diesem Video möchte ich euch meinen Routiner vorstellen. Bevor ich anfange, bei diesem Routiner gilt derselbe Sicherheitshinweis wie bei Igelava. Alles was Routiner kann, kann Phoenixes besser. Und dieses Routiner ist auch genau wie mein Igelava wegen ein paar besonderen Kämpfen mit nicht vollentwickelten Starter-Pokémon entstanden. Routiner ist die Weiterentwicklung von Phynx und die Vorstufe von Phoenixes und hat einen Mono-Feuertyp, wodurch es eine Schwäche gegen Wasser, Gestein und Boden sowie eine Resistenz gegen Feuer, Pflanze, Käfer, Stahl, Eis und Fee hat. Die Statuswerte sind auch hier wieder alles andere als überzeugend, aber wir haben zumindest einen brauchbaren Spezialangriff, auf den man aufbauen kann. Die EV verteilt man daher auch voll in Spezialangriff und Initiative, zusammen mit einem mäßigen oder scheuen Wesen, um wahlweise Spezialangriff oder Initiative zu maximieren. Ich spiele auf meinem mein mäßiges Wesen, da ich es für ein paar spezielle Kämpfe gemacht habe, hatte in denen ein Amphizzle das schnellste war, was ich noch überholen musste und mäßig dafür mehr als locker ausgereicht hat. Als Attacken benutze ich hier Flammenwurf, Psychokinese, Schockwelle und Trickbetrug. Als Item dazu ein Wahlschall, um die meisten Pokémon noch überholen zu können. Oder um diesen einen gegnerischen Pokémon anzudrehen, mit welches damit nichts anfangen kann. Zu den ersten drei Attacken im Moveset möchte ich gar nicht viel sagen, außer vielleicht, dass niemand mit einer Schockwelle rechnet und ich sie genau deswegen darauf spiele. Trickbetrug hingegen ist Routenas Ass im Ärmel. Diese Attacke tauscht das eigene Item mit dem des Gegners aus. Dies ist gerade gegen Pokémon gut, welche meinen, sich gegen Routiner boosten zu müssen, um danach mit einem Wahlschall überrascht zu werden. Dabei ist allerdings gutes Predikten gefragt. Viel sicherer ist es, einem gegnerischen Support-Pokémon den Wahlschall anzudrehen. Da Routiner durch den Wahlschall meist schneller als der Gegner ist, lockt sich der Gegner auch gleich in die Attacke, die er gegen Routiner benutzen wollte. Handelt es sich hier um eine Statusattacke, wird der Gegner erst einmal zum Auswechseln gezwungen. Das kann man zum Vorteil nutzen und draufkloppen, oder man prediktet, in was der Gegner wechseln will und wechselt ebenfalls schon mal auf einen passenden Counter. Zusätzlich klaut ihr eurem Gegner auch gleich noch sein Item, womit ihr gleich zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagt. Wenn Routiner den Wahlschall nicht mehr hat, muss man vorsichtig sein, da es jetzt von vielen Pokémon überholt werden kann. Zögert aber nicht, es zu opfern, wenn ihr nicht mehr sicher reinwechseln könnt. Ohne den Wahlschall kann es ohnehin nicht mehr viel ausrichten. Routiner spielt sich gut in offensiven Teams, die Probleme mit gegnerischen Teamsupportern haben. Da Routiner allein durch den Wahlschall auf dem Support-Pokémon viele Switches erzwingt, bieten sich Entry-Hazards wie Tarnsteine im Team ebenfalls an. So wie einen Spinner, um das eigene Feld vor solchen freizuhalten, da Routiner auch sonst relativ schnell umkippt. Ansonsten ist Routiner ein sehr flexibles Pokémon und passt in viele Teams gut rein. Das war's jetzt aber erstmal von meinem Routiner, jetzt seid ihr wieder dran mit Auswählen.